Tja, das ist aber ärgerlich. Da kannst du wohl nichts machen. Yep. Apropos Strom. Hä? Ich hab doch ein Kraftwerk gebaut, oder nicht? Wo ist es denn? Ach, Habe da! ich dir gerade gesagt, dass ich mir jetzt ein Atomkraftwerk gegönnt habe? Glückwunsch. Ja, danke. Straßen aufwerten. Ich brauche Geld, 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 Geld für mehr Strom, 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 Strom. Strom, Geld, Geld, Strom, Strom, Geld, 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 Strom. Alles. Du Geldgeile, irgendwas. Mystik. Meuterei. So, jetzt haben wir zumindest angeblich genug Strom. Fehlt immer noch die Polizeiwache. Setze ich, denke ich, dahin. Wir können hier nicht ohne Strom leben. Dann zieht doch aus. Gute Idee. Und nicht ein Penner. Was hat denn mit dem... Jetzt muss ich wieder 40.000 in die Hand nehmen und noch einen Kläranlagentank basteln. Das kann nicht sein. Ach, mein Brandstifter kommt zurück. Na super. Yay! Mangel an Arbeitern. Dann bauen wir doch lieber noch mehr Gebäude, was? So. Was will die alte Wohlstand? Später. Ich ärgere mich, dass die Uni eben wegplaniert wurde. Das habe ich nur zu spät gesehen. Und dann war es schon zu spät. Naja. Das war echt bescheiden. Ah, ja, genau. 8 pro Tag begangene Verbrechen. Ihr seid bescheuert. Das läuft doch, oder? Ja, kein Problem. Gehen wir auf 9% mit den Steuern hoch. Das ist, denke ich, leider notwendig. Es ist alles voll mit Verbrechern. Wie gesagt, es läuft ja, ne? Abwasserprobleme. Ich habe keine Abwasserprobleme. Oh, ich habe Abwasserprobleme. Oh, wo kommt die denn her? Kannst du mir das Axel. erklären? Nee, keine Ahnung. Tut mir sorry. Ja, die sollen sich nicht so anstellen. Ich brauche erstmal eine Polizeiwache, glaube ich. Und zwar im Idealfall noch eine große, aber die ist so schweineteuer. Wollte gerade sagen, wo willst du das Geld hernehmen? Ja, die kleine kostet ja nur 30.000. Das habe ich jetzt in den nächsten paar Stunden zusammen. Endlich wieder Geld in den Kassen. Ja, die große kostet 95.000 und kostet 1.700 die Stunde. Das ist leider definitiv zu teuer. Da werde ich nur die kleine bauen können. Kommt noch ein Kredit. Dann direkt noch ein paar Streifenwagen dazu. Ein Schind. Und einen Masten. Und eine Gefängniszelle. Jetzt will ich nichts mehr hören. So. Irgendwie ist meine Temposteuerung kaputt. Die Gebäude werden trotzdem in der normalen Geschwindigkeit gebaut. Komische Sache, das. Aber alles andere ist rucki-zucki. Was will die denn schon wieder? Ach komm. Ruhe auf den billigen Plätzen. Fang doch erstmal an zu arbeiten und nörgelt nicht sofort. Meine Güte. Was ist hier wieder los? Langsame Feuerwehr. Ja, wenn die erst einmal um den Block fährt, wundert mich das nicht, dass sie nicht rechtzeitig ankommt. Wie kommst du denn Unsinn. darauf, dass die erst einmal um den Block fährt? Habe ich gerade gesehen. Dummheit regiert. Nein!
So, Leute, macht mal was. 22 pro Tag begangene Verbrechen. Ja, die machen doch was. Ich weiß gar nicht, was du hast. Aber immerhin schon 12 Festnahmen pro Tag. Das ist schon mal ganz gut. Die fahren zwar gerade alle nur nach Polizeiwache im Kreis und jetzt fährt gar keiner mehr, aber... Sieht so aus, würde es laufen. Funktioniert auf jeden Fall. Doch, doch. Ich bin nicht überrascht. Kannst du mir irgendwie Wasser schicken? Oh, ja, das könnte möglich sein, aber du musst die halt selber bei mir bestellen, ne? Ach so, ich nutze schon Wasser von dir. Da! Zu viele Opfer. Woher kommt das denn bloß? So, erstmal wieder die halbe Stadt wegplanieren. Schön. Ich sollte vielleicht noch eine Klinik bauen. Das wäre, denke ich mal, so die nächste Maßnahme, die ganz gut wäre. Das glaube ich nicht. Ich schon. 20 Tote pro Tag ist in Ordnung. Dafür habe ich auch 97.000 Menschen. Muss dann halt mal ein bisschen mehr hier, ne, Bunga Bunga, und dann gleicht sich das wieder aus. Oder nicht? Nein, überhaupt nicht. Ja, das ist ärgerlich. Weil die Straßen einfach schon wieder verstopft sind, obwohl sie sechsspurig sind. Das ist, echt geil. Yep. Kenn ich irgendwoher. Woher kommt das denn bloß, ne? Also es ist ja, also die meisten Leute fahren ja sowieso hier mit der Straßenbahn, ne? Ja, ich habe nur leider keine, nur die Gleise. Geht mir irgendwie ähnlich. Ah, mir fehlen 7 Simoleons für die Klinik. Cool. Mir 100 für eine weitere Wasserpumpe. So, ach, da brennt's wieder. Direkt neben der Feuerwache und die kriegst du wieder nicht gebacken. Alter, das sind ja, das ist ja ein einziger Flammenball. Zum Hefekringel. Bitte was? Zum Hefekringel. Alles klar. Alles gut. Alles super. Toll, jetzt bauen die hier so eine riesige Technikstufe und wundern sich, dass sie keine Arbeiter finden, weil ich hier keine Schulen habe. Das ist aber wirklich sehr komisch, muss ich sagen. Findest du das nicht auch so? Es ist seltsam. Große Probleme im Gesundheitssystem. Die Leute sind zu verkrüppelt, um zur Klinik zu fahren. Ah. Oh! Oh! Okay, ich sehe das Problem ebenfalls, das gebe ich zu. Geld, 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 Geld. Zahlt mehr Steuern, ich brauche mehr Geld. Ich könnte ja mal ein Rathaus bauen, glaube ich. Och. Oder ein Gemeindehaus oder sowas. Ach komm, ich bitte dich. Braucht doch niemand. Nee. Mein Reden. Verwaltung, ein Gemeindehaus, verfügbar. Naja, gerade so. Weil ich halt so nett bin. Na los, Geld. Huch. Unter mir entsteht ein Gebäude, sogar ein nicht zu kleines. Freu dich doch. Alter, alles voll mit Kranken und Scheintoten und so. Scheintote, das klingt natürlich gut. Ja, weiß ich nicht, ey. Wie die sich teilweise hier anstellen. Ich hab mir jetzt hier umgeknickt. Das ist ja meistens so. Ein Toter pro Tag. Ich hab 20. Der verstirbt dann an seinem umgeknickten Zeh oder so. Das sehe ich, ja. Merke ich. Alles drum und dran. Wie viele Krankenwagen haben wir denn? Ah, kein. Ah. Okay. Das reicht aber eigentlich.
Ja. So, komm, mach hinne, ich will das da hinbauen. Danke. Jetzt haben wir immerhin schon mal einen Krankenwagen. Ne, zwei. Oh, egal, reicht. Wenn ich dafür Geld hätte. Tja, Alter, was sind die denn alle krank? Das ist ja echt übel. Die Straßen sind nun wieder echt total verstopft. Das kannst du absolut in die Tonne treten hier. Und Strom habe ich auch zu wenig. Hast du Strom übrig? Warte kurz. 36 im Überschuss. Du kaufst schon bei mir, oder? Nein. Ach nee, das war's Wasser. Ich muss auf Strom klicken. 137 im Überschuss. Merci, habe schon gekauft. Oh, wie schön. Ich freue mich ja. Ah, bringt richtig Kohle für dich. Ja, wenigstens was. Wenn du mir schon sonst nichts gönnst, ne? Einzimmer-Apartments Olive West. Steht drunter einer Verletzung. Wir brauchen ein Krankenhaus. Direkt gegenüber ist die Klinik. Yay. Ja, das sind die schönsten. Alter. Hier explodieren die ganze Zeit irgendwelche Gebäude. Was Wieso ist denn eigentlich? hier los? Ein Erdbeben! Das läuft. Ist nicht euer Ernst, oder? Ja, klar, stürzt einfach alle ein. 705 Tote. Leck mich fett. Wollte doch nur mein Handelsdepot bauen. Da passte einmal nicht auf, schon das wieder Erdbeben. Ja, das ist halt sehr schnell. Ich habe zu wenig Simoleons für eine normale Straße. Ich fühle mich wieder mal gemobbt. Das ist natürlich nicht ganz so gut. Habe ich mir sagen lassen. Och. Bestätigt das auch Institut Fresenius eigentlich? Ich denke schon. Puh, das ist dann echt übel. Also die Baugeschwindigkeit der Industriegebiete, muss ich sagen, ist sehr enorm. Ja, das gleiche Problem habe ich auch. Das ist echt in Zeitlupe. Kohlevorräte knapp. Nicht gut, nicht gut. Oh, wir brauchen mehr Müllwagen. Jetzt reicht wieder an allen Ecken und Enden das Geld nicht. Mehr Steuern. Oh, die Müllhalde ist bald voll. Ich glaube, ich besitze gar keine, oder? Oh. Ja, ich besitze gar keine. Ups. Ach, das war jetzt eigentlich nicht ganz so geplant, aber. Ach ja, doch. Doch, eigentlich schon. Eigentlich schon. Wenn du länger drüber nachdenkst, ist es eigentlich in Ordnung, ne? Ja, sehe ich Ich denke genauso. auch. Das passt eigentlich. Huch. So, dann kann ich hier dann später noch, wenn ich wieder mal viel zu viel Geld habe. Ja. Eigentlich brauche ich jetzt ein Atomkraftwerk, aber da habe ich kein Geld für. Ich baue mir jetzt mal eine Müllhalde. Alter, die Straßen sind so überfüllt, da geht gar nichts mehr. Na, jetzt geht's bei mir so langsam. Ich baue gerade viele Querstränge ein, so verteilt sich das wieder alles. Ja, die habe ich schon und es ist trotzdem alles überfüllt. Aber ich habe auch wieder 103.000 Einwohner. Was hast du getan? Ich weiß es nicht. Guck's dir an, wie das bei mir aussieht. Ich schaue mir das gleich an. Ich muss erstmal meine Müllhalde hier hinpflanzen. So, was brauche ich? Kohle fast leer. Ja, dann bestellt doch welche. Ach, die klebt wahrscheinlich. Ah, da kommt sie. So, jetzt schauen wir mal den Rotz an, was der Julian hier macht. Braucht Gesundheitsversorgung? Nee. Warum schickst du mir keinen Strom mehr? Keine Ahnung.
Weil ich selber 54 Megawatt Überschuss habe. Von jetzt auf gleich. Okay. Ach, der baut ja alles mit Straßenbahn, der Sack. Ja. Geld, 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 ne? Ja, das bringt's später ja vor allen Dingen auch. Da meckern wenigstens nicht die Leute, dass sie eine Straßenbahn haben wollen. Ja, doch, das bringt's ein wenig. Nein, später, wenn ich dann wieder irgendwann Geld habe, dann kann ich da ja was Vernünftiges mitmachen. Sehr gut. Aber dein komischer Dreckweg ist überfüllt, ne? Mhm. Das bringt's. Du hast eine dreispurige Straße mit Straßenbahn und die fahren alle den Dreckweg lang. Yay. Ja, den habe ich ja nur gebaut, weil ich da diesen Zipfel hier, wo jetzt die Müllhalde steht, vorher gebaut habe. Und wenn ich das hätte durchgezogen, mit normalem Weg, wäre das viel teurer geworden. Mhm. Ah, Masterplan, Trick 17 mit Selbstüberlistung. So, verbrennt Müll! Verbrennt alles. Müll wird erstmal reichen. Oder dein Verkehrsproblem. Och komm, also, ich meine, ich kaufe mir jetzt das neue DLC für 20 Euro und sind alle meine Verkehrsprobleme gelöst. Damit bleibt das Spiel spielbar. Ist doch toll. Ja, richtig toll. Weißt du, wer sich das DLC nicht kauft? Weißt du, wer auch nicht? Woher Was kommt wollen das die denn los? Schon wieder hier? Weiter Halde, nix da, verbrennt gefälligst schneller. Nicht so anstellen hier. Huch. Irgendwie ist es bei mir nur ständig Nacht oder dunkel oder so. Also als ich gerade da war, waren es 12 Uhr und damit hell. Das macht Sinn. Ja. Würde mir auch Sorgen bereiten, wenn es nicht hell wäre um 12 Uhr. Mensch du, jetzt schießen hier die Gebäude aus dem Boden. Das läuft ja. Die Leute sind doch erstaunlich glücklich. Noch. Na, wieder. Die haben dich als Bürgermeister nie gesehen. Was soll das jetzt heißen? Ach, keine Ahnung. Na, versuch ruhig dich rauszureden. Tu ich doch gar nicht. Ich weiß gar nicht, was du hast. Na, jetzt fehlt natürlich wieder Strom. Jetzt kann ich ja wieder neuen kaufen. Ja, ich brauche das Atomkraftwerk. Aber das ist so teuer. Sag mal, was hast du eigentlich gebaut? Für Abteilungen beim Rathaus? Alle vier normalen. Die du so anbauen kannst. Also Bildung, Finanz, Sicherheit, Tourismus, Verkehrsabteilung und Versorgungsabteilung. Das sind bei mir sechs. Ja, aber die vier kannst du so anbauen, da hinten die. An Ach das so, Hauptgebäude. Die vier komischen Teile. Ja, die habe ich. Du könntest die Bildungsabteilung bauen und die Finanzabteilung. Na, Bildung ist bei mir natürlich immer das Richtige und deswegen, ja, die Bildungsabteilung. Wolltest du gerade irgendwas sagen? Nein, nein, nein. Ich habe dich schlecht verstanden, ja, okay, gut. Klar, platzt das ganze Zeug hier im Abwasser, du, das ist ja auch genial. I have a serious Abwasserproblem. Das geht mir ganz ähnlich, leider. Du hast doch bestimmt Geld, was du mir geben kannst. Mm-mm. Arsch. Aber ich habe gerade noch eine zweite Kläranlage gebaut. Ich werde mir jetzt irgend so ein olles Jetzt kannst du gerne bei mir Kapazitäten einkaufen. Kläranlage. Keine Kläranlagen in der Nachbarschaft. Was machst du eigentlich? Ich habe eine mit zwei Tanks. Ah, das läuft wieder mal. Oh oh, Müllhalde voll. Oh Mann.
So, ich musste mal ganz kurz was klären, da tut mir auch leid. Ich wollte gerade sagen, dein Mikrofon war irgendwie gerade im Arsch. Ja, da musste jetzt gerade mal hier jemand wieder reinstürmen und wollte irgendwas von mir. Yay! Verbrennt gefälligst mehr Müll. Nutzloses Volk. Never ever. Geld, 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 Geld. Ich brauche mehr Geld. Nur noch 2 pro Tag für begangene Verbrechen. Das ist ja schon mal ganz gut. So, ich baue jetzt hier noch meinen neuen Verbrennungsturm an und dann würde ich sagen, machen wir mal eine Aufnahmepause. Weil du wieder was klären musst, ne? Ja, und weil ich Hunger hab. Okay. Nee. So, komm, komm, Geld, Geld, Geld. Niemals. Doch. Ich habe eine Kläranlage, endlich. Juhu. Chemiebrände sorgen für Verwüstung. Ich komme nicht klar. Naja, gut. Oh. Oh, das brennt gut, aber das ist kein Chemiebrand. Dann Holla. Nicht. Ist aber nicht zu knapp. Naja, ich würde sagen, dann sehen wir uns bei die nächste Aufnahme wieder. Ah. Und in diesem Sinne dann, würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Also, tschüss.